willkommen auf Marzis Welt. Ich sitze gerade vor der Spielküche meiner Tochter, denn heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einfach und günstig ein paar schöne Ideen für die Spielküche basteln könnt. Wir haben die Standardspielküche von IKEA, aber ich möchte euch zeigen, wie ihr die Kinder mit den Ideen zu neuen Spielen inspirieren könnt und eure Spielküche ganz persönlich individuell gestalten könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Das erste Projekt ist eigentlich keine richtige Bastelarbeit, aber trotzdem ein schöner Tipp mit Spielwert. Wir haben eine batteriebetriebene LED-Lampe im Baumarkt gekauft und an die Decke der Küche angeklebt. So kann man die Arbeitsplatte bei Bedarf beleuchten. Für das zweite Projekt haben wir im Baumarkt Holzknäufe gekauft und die habe ich dann mit Acrylfarbe grau angemalt. Dann hat mein Mann die Knäufe an die Küche angebohrt als Schalter für den Backofen. Mit einem weißen Posca-Pen habe ich die Schalter noch markiert. Nun kann in der Küche gedreht und geschaltet werden und farblich passen die Knäufe gut zu den restlichen Armaturen. Als nächstes wollte ich gerne Teebeutel für die Spielküche nähen. Ihr braucht dazu einen kleinen Stoffrest, eine Kordel mit ca. 10 cm Länge, einmal weißen Filz, ein bisschen Füllwatte oder ähnliches und passendes Nähgarn. Das Schnittmuster habe ich mir auf Papier aufgezeichnet. Ihr braucht einmal ein Trapez mit einer Höhe von 6 cm, die untere Kante ist 6 cm und die obere Kante ist 4 cm. Dann braucht ihr noch ein Quadrat mit einer Kantenlänge von 2,5 cm. Jetzt schneidet ihr das Trapez zweimal aus dem Stoffriss zu. Dann wird aus dem Filz das Quadrat zweimal zugeschnitten. Nun das Stückchen Kordel zwischen die beiden Filzquadrate und näht das Filzquadrat rundherum zu. Das fertige Teil sollte in etwa so aussehen. Legt dann die beiden Trapezteile rechts auf rechts übereinander und steckt die Seitenkanten und die Unterkante fest. Die festgesteppten Kanten steppt ihr nun ab. Nach dem Zurückschneiden der Nahtzugaben legt ihr die Seitenkante und die Unterkante aufeinander und steckt die so entstandene Ecke ca. 1 cm diagonal ab. Das gleiche wiederholt ihr für die andere Ecke. So bekommt der Teebeutel eine Art Boden. Jetzt näht ihr entlang des festgesteckten Bereiches. Dann die Nahtzugaben an den Ecken zurückschneiden und die Arbeit wenden. Mit ein kleines bisschen Füllwatte füllen und dann die offenen Kanten der Wendeöffnung nach innen umschlagen und das Ganze mit einer Stecknadel zusammenstecken. Dabei wird die zuvor präparierte Kordel mitgefasst. Damit wäre der Teebeutel eigentlich fertig. Der nächste Schritt ist vollkommen optional. Ich habe ein bisschen Stofffarbe auf einen Schwamm gegeben und mit Stempeln das Wort T auf das Filzquadrat gestempelt. Jetzt steht dem Teekränzchen in eurer Spielküche nichts mehr im Weg. Projekt Nummer 4 sind Salz- und Pfefferstreuer für die Spielküche. Ich verwende hier alte Gewürzstreuer, von denen ich mit Seife und Wasser die Etiketten entfernt habe. Diese sind zwar aus Glas, aber super stabil und sind trotz mehrmaligem Runterfallen noch nie kaputt gegangen. Ich entferne den Deckel und male das Innere mit weißer Acrylfarbe an. Dann muss das Ganze gut trocknen.
Mit einem weißen Posca-Pen schreibe ich auf den Deckel Salz. Und mit einem schwarzen Edding verziere ich noch den Deckel. Auf gleiche Weise habe ich dann noch einen Pfefferstreuer gebastelt. Die fünfte Bastelarbeit ist ein Puppengeschirrtuch. Dazu nehme ich ein altes Geschirrtuch von mir, das schon ein paar Flecken hat und nicht mehr schön aussieht. Daraus schneide ich ein Stoffstück zu, das ungefähr die Größe einer A4-Seite hat. Als erstes schlage ich die beiden langen Seiten doppelt um und stecke sie fest. Die beiden Kanten werden nun gesäumt. Nun werden auf die gleiche Weise die kurzen Kanten festgesteckt. Dabei steckt ihr an der oberen Mitte ein Stück doppelt gelegtes Schleifenband mit fest, das später die Aufhängung des Geschirrtuchs sein soll. Jetzt noch die beiden abgesteckten Kanten nähen und schon ist das Geschirrtuch in Puppengröße fertig. Für das sechste Projekt verwende ich die übrig gebliebenen Stoffreste des Geschirrtuchs. Mit Hilfe eines runden Gegenstandes zeichne ich mir einen passenden Kreis auf das Geschirrtuch auf. Diesen Kreis schneide ich nun mit einer Zickzackschere aus. Diesen Kreis bringe ich nun mit Hilfe eines Gummibandes auf eine kleine Plastikflasche auf. Eigentlich verwendet man so eine Plastikflasche, um Shampoo oder Duschbad mit auf Reisen zu nehmen. Jetzt noch ein handbemaltes Etikett draufgeklebt. Und fertig ist der selbst eingekochte Saft. Auf gleiche Weise habe ich noch ein Marmeladentöpfchen gebastelt. Hierzu habe ich einen zylinderförmigen Baustein meiner Tochter verwendet. Soll das Ganze stabil bleiben und länger halten, empfiehlt es sich, das Ganze zu kleben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche der Ideen euch am besten gefällt. Ich muss gestehen, dass mir die Teebeutel am meisten zusagen, denn ich glaube, dass Aurier da einfach auch am meisten Spaß mit haben wird. Wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Bis bald! Tschüss!